Ja, grüße dich. Heute geht es um das Thema Haltung. Und vor allem, okay, jetzt scheint ein bisschen die Sonne, aber es wird kühler draußen, es wird kälter. Was passiert? Unsere Haltung verändert sich auch bei Kälte. Warum? Das Gewebe zieht sich zusammen, unser Oberkörper fällt ein. Und da möchte ich dir heute ja einen Ausweg präsentieren, wie du deine Haltung verbesserst und das nicht erst nach 4, 5, 6, 8 Wochen, nein, das sofort. Mit quasi, ja, mit einer Übung schon, aber natürlich mehrere Übungen von meinem Konzept wirken natürlich da noch viel, viel besser. Aber diese eine Übung, die ich dir heute präsentiere, die wirkt richtig, richtig gut. Und wenn du viel sitzt, ist das eine Wohltat für deinen Körper. Also du wirst dich sofort befreit fühlen, wenn du diese Übung gemacht hast. Ich bin der Tobias von Deine Faszien.de. Ja, Körperhaltung, das ist ein Thema. Warum? Weil die meisten Menschen ja einfach da Probleme haben. Und mit unserer Haltung beginnt alles. Das heißt, wenn wir Nackenprobleme haben, wenn wir obere Rückenschmerzen haben, wenn wir auch im unteren Rückenschmerzen haben, hängt das immer mit der Haltung zusammen. Ja, und jetzt sagen dir Experten, mach Krafttraining, trainier deine Muskeln, weil die bringen dich in Form und die bringen dich in deine Haltung. Und da sag ich, nicht ganz so richtig. Sie sind mit quasi verantwortlich dafür. Klar, ja, aber hauptverantwortlich für unsere Haltung, dass alles auf Zug und auf Spannung gebracht wird, das sind unsere Faszienverläufe. Und da gibt es auch ein Modell zu, das blende ich jetzt direkt mal nie mehr ein, das ist das Tensegrity-Modell. Das besagt Folgendes: Dieses Tensegrity-Modell, wenn du da mal schaust, da sind feste Bestandteile und dann sind bewegliche Bestandteile. Und die beweglichen Bestandteile halten die festen Bestandteile auf Spannung, auf Zug, aber nur, wenn in den beweglichen Teilen die gleiche Spannung vorliegt. Und das Geniale an diesem Modell oder an diesem System, was auch in unserem Körper der Fall ist: Wenn du es zusammendrückst, weil es ist ja aus beweglichen Teilen, geht es sofort wieder in die Ursprungsform zurück. Und das ist auch mit unserem Körper so. Das heißt, wenn wir uns jetzt nach vorne bewegen, können wir uns sofort wieder aufrichten. Ja, natürlich machen das die Muskeln, aber das macht auch dieses Tensegrity-Modell aus. Also sprich, die Faszien sorgen auch mit dafür. Jetzt ist es aber so, wenn jetzt ein Teil in diesem Modell nicht mehr die Spannung hat, die es haben sollte, wenn du zum Beispiel dich verletzt oder aufgrund von einseitiger Bewegung, einseitiger Belastung, dann ist es so, dass sich die Zugspannung in dem ganzen System verändert. Das heißt, wenn ich jetzt einen Teil mehr zusammenziehe, verzieht sich das ganze Teil. Und das ist halt auch mit unserem Körper so. Das heißt, als Beispiel, wenn ich jetzt hier mehr die Schulter nach vorne ziehe, dann kriege ich einen Rundrücken, ja, und eine schlechtere Haltung. Mein Kopf kommt mehr nach vorne und ich werde hier Probleme haben. Und genau das kann man anhand des Tensegrity-Modells sehr gut erkennen und sehr gut auch erklären. Ja? Und jetzt ist es so, jetzt kannst du machen, was du willst. Die anderen Teile halten dich in dieser Form, in dieser Spannung drin. Warum? Weil da ändert sich die Spannung nicht. Weil die müssen die Funktion von denen übernehmen, der nicht mehr richtig funktioniert. Also von dem Teil, wie gesagt, hier ist eingeblendet neben mir, was nicht mehr richtig die Spannung hat, in der Form wird es dann gedrückt. Ja? Und das im Umkehrschluss heißt, dass du ja die Stellen in deinem Körper bearbeiten musst, Entschuldigung, die nicht mehr richtig funktionieren. Und in dem Fall, ja, hier vorne, das ist überlastet. Also muss ich das erstmal wieder lang machen, damit hier hinten wieder eine gleichmäßige Spannung zu vorne erzielt wird. Also das Verhältnis wiederhergestellt wird. Und das schaffst du nicht mit Krafttraining. Warum? Weil Krafttraining, du konzentrierst dich auf einen Muskelbereich und ein kleiner Muskel kann das große System gar, da hat er gar keinen Einfluss drauf, weil die Faszienstruktur, ich blende jetzt mal noch ein anderes Bild ein, da blende ich dir mal ein paar Linien ein, ein paar fasziale Strukturen. Da siehst du, die durchziehen den ganzen Körper und bringen natürlich dann auch die Spannung im ganzen Körper zustande. Ja? Und wenn du jetzt zum Beispiel die wichtigste Linie, aus meiner Erfahrung heraus, ist die Spirallinie. Und du siehst jetzt neben mir. Und wenn du da ein Problem zum Beispiel am Fuß hast, hat das Auswirkungen auf deine Schulter.
Ja? Und jetzt als Beispiel, du hast eine Fußfehlstellung und die leitet deine Haltung ein, indem du dich nach vorne kippst. Jetzt kannst du hier oben dein Trapezius, also den oberen Rücken, den kannst du so stark machen, wie du willst. Ja? Es wird dir nicht helfen. Es wird deine Haltung nicht verbessern, weil die Faszienstruktur nicht berücksichtigt wird. Also nicht komplett. Und das ist wichtig, weil die Faszie arbeitet mit dem Muskel zusammen. Aber wir haben das Problem. Was heißt das Problem? Ist es eigentlich nicht. Die Faszie liegt über den Muskel drüber. Und wenn die verklebt, wenn die blockiert ist, engt die den Muskel ein. Somit kann der Muskel seine Funktion nicht herbeiführen. Und wenn du jetzt diesen Muskel trainierst, der durch die Faszie eingeengt ist, dann führt das noch zu mehr Schmerzen. Warum? Weil der Muskel wird ja ein bisschen größer, wenn du ihn trainierst, wenn du ihn kräftigst. Und die Faszie engt ihn somit noch mehr ein. Das heißt, der Druck im Gewebe, im Körper wird höher. Der Druck in den Gelenken wird höher. Und somit wird auch der Schmerz mehr. Gerade jetzt bei diesem Wetter. Das Gewebe zieht sich zusammen. Und wenn du Verklebungen hast, werden die noch steifer und somit wird der Muskel noch mehr eingeengt. Die Belastung auf Gelenken erhöht sich, der Druck erhöht sich und somit halt auch der Schmerz. Ja? Und ich habe ja am Anfang was von diesem Tensegrity-Modell erzählt, dass alles auf Zugspannung gehalten wird. Ja? Und das Wissenschaftler haben da herausgefunden, dass unser ganzer Körper, egal in welchen Ebenen wir ihn untersuchen, so aufgebaut ist. Jede Zelle, jede Körperzelle ist so aufgebaut. Die Muskeln sind so aufgebaut, wenn man sie unter dem Mikroskop untersucht. Ja? Also unser ganzer Körper, das große Ganze oder auch einzeln betrachtet, ist nach diesem Tensegrity-Modell aufgebaut. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, wenn wir unsere Haltung verbessern möchten, die Faszienstruktur komplett mit einbeziehen. Und da habe ich jetzt eine Übung für dich. Damit du einfach mal siehst, was sich an der Haltung verändert, würde ich dir einfach empfehlen, nimm einfach mal kurz dein Handy, mach so ein Selfie, so von der Seite am besten. Dann siehst du einmal, wie du stehst. Das ist jetzt eine Übung, die deine Oberkörper komplett aufrichtet und quasi ja deine Brustmuskulatur komplett lockert, ja, und dich sofort aufrecht zieht. Ja. Folgendermaßen, Füße einmal schulterbreit, Knie sind leicht gebeugt. Jetzt streckst du die Arme nach hinten, ja, und ziehst die richtig, richtig lang. Die Füße sind richtig fest in den Fußboden verankert. Am besten machst du die Übung auch barfuß und drückst die Fersen richtig in den Fußboden rein. Ziehst die Fußspitzen leicht nach oben, sodass die Zehen sich leicht vom Fußboden lösen, damit du richtig Druck auf die Ferse bekommst. Den Bauch ziehst du ein, den Bauchnabel, damit du nicht in Hohlkreuz bist. Becken schiebst du nach vorne. Ja? Wir berücksichtigen jetzt das, was ich dir gerade erklärt habe, das Tensegrity-Modell. Wir erzeugen komplette Spannung im ganzen Körper, nicht nur in einem Bereich, den wir öffnen wollen, sondern wir öffnen den ganzen Körper, wir öffnen die kompletten Überlastungen. Ja? Und in dem Fall halt jetzt hier die komplette Vorderseite. Das kann bis zum Bauch rein, das kann bis zum Hüftbeuger sein. Und deswegen gibt es halt noch sehr gute andere Übungen, die du auch mitmachen kannst. Schau mal auf YouTube, da kannst du jeden Freitag, habe ich ja einen Weekend-Flow, den ich da präsentiere, oder jeden Mittwoch den 1-Minute-Beweglichkeits-Flow. Da findest du super Übungen, die mit der Übung jetzt, die ich dir jetzt präsentiere, super zusammenwirken. Folgendermaßen, also du streckst deine Arme richtig nach hinten, schiebst, wie gesagt, dein Becken nach vorne und atmest jetzt schon mal tief ein und aus. Das ist aber noch nicht die Übung. Und jetzt machst du Folgendes, der Daumen zeigt nach unten. Jetzt drehst du den Daumen nach innen rein und in der Endposition machst du so eine leichte Wippbewegung mit dem Daumen. Und dann das gleiche nach außen. Nach innen und nach außen. Und richtig Zug nach hinten. Und du merkst schon, dass sich das richtig in die aufrechte Haltung zieht. Ja? So, das Ganze kannst du noch intensivieren, indem du noch die Atmung mit dazu nimmst. Und zwar, wenn du den Daumen nach außen drehst, atmest du ein. Und wenn du den Daumen nach innen drehst, atmest du aus. Und das Ganze machst du mindestens 5-mal. Also 5-mal Daumen nach innen drehen und 5-mal Daumen nach außen drehen. Ja, und du merkst sofort, dass hier deine Schulterblätter, die ziehen sich zusammen. Ja. Ja, unvorhergesehene Dinge passieren oft. Jetzt hat es mir die Kamera runtergehauen und deswegen war ich auf einmal weg. Ist aber nicht dramatisch, weil ich war ja schon fertig, dir die Übung zu präsentieren.
Und ja, jetzt mein Appell an dich, mach die Übung, sie wird dir extrem gut tun. Sie wird dir vor allem dann gut tun, wenn du hier öfters Blockaden im Brustwirbelsäulenbereich hast und wenn du schon eine Haltung hast, wo die Schultern schon so ein bisschen nach vorne sind und du vielleicht schon Nackenprobleme hast, dann ist die Übung wirklich eine Wohltat für dich. Probier sie aus, es ist wirklich der Hammer. Es ist natürlich so, wenn du deine Haltung nachhaltig verändern möchtest, habe ich ja am Anfang des Videos erklärt oder auch mittendrin erklärt, dass es ja eine fasziale Spannung gibt, dieses Tensegrity-Modell. Und deswegen ist es wichtig, dass du auch deine Füße, deine Beine mit einbeziehst, um deine Haltung nachhaltig komplett zu verändern. Und sie wird sich nachhaltig verändern und vor allem unbewusst. Das ist wirklich der Hammer. Diese Rückmeldung bekomme ich auch tagtäglich von meinen Kunden und auch von den Leuten, die sich mein Programm quasi gekauft haben. Die sagen, ey Tobias, das ist echt der Hammer. Ich bin jetzt schon von Bekannten angesprochen worden, was ich anders mache, weil ich aber immer eine bessere Haltung habe. Also es fällt sogar den Mitmenschen auf. Ja? Und der Hammer ist einfach, dass derjenige nicht darauf achtet. Es passiert automatisch, wenn du die Faszienstruktur freilegst, dass deine Haltung sich verbessert. Und ich biete dir das jetzt auch, denn ich schenke dir die Einstiegsversion von meinem Programm Remove Your Back. Alles, was du dafür tun musst, einfach deinen Namen eingeben und deine E-Mail-Adresse auf der Seite. Du findest den Link hier in der Beschreibung. Und dann schicke ich dir den Link von dem Einstiegsprogramm von Remove Your Back. Und dann kannst du das an dir spüren, was sich verändert. Es sind nämlich aber auch ein Test mit dabei, ein Vorher-Test, die du am Ende nach den Übungen nochmal machst. Und dann siehst du, was sich auch an deiner Haltung verbessert, was sich an deiner Stabilität verbessert und vor allem an deiner Beweglichkeit. Okay, das war's dann für heute. Ich hoffe, ja, ich konnte dir das mal so ein bisschen einfach erklären, worauf du achten musst, wenn du deine Haltung verbessern möchtest. Also konzentriere dich nicht so auf deine Muskeln, sondern konzentriere dich mehr auf dein Fasziengewebe. Das ist so der Appell, den ich an dich habe und die Empfehlung, die ich an dich habe. Weil dann wirst du schneller befreiter und fühlst dich schneller viel, viel besser. Das ist quasi, was ich dir heute präsentiert habe. Das ist nicht nur theoretisches Wissen, sondern vor allem angewandtes Wissen aus der Praxis. Und deswegen weiß ich, dass es dir helfen wird. Okay, dann bis im nächsten Video. Dein Tobias.